Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute wollen wir einmal das Thema besprechen, das kam anders als erwartet. Ja, und zwar war es so, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben, bevor Muki eingezogen ist. Wir haben natürlich überlegt, was kann alles passieren, was müssen wir absichern, wo müssen wir uns noch Gedanken machen. Und dann sind aber einige Dinge einfach ganz anders gekommen als gedacht. Jeweils unsere Top 3 möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Was war viel einfacher als gedacht? Ja, zuallererst die Nachtruhe. Wir hatten uns da schon Horrorszenarien ausgemalt. Jede Nacht, wochenlang, mehrmals aufstehen, raus zur Toilettenpause und waren dann super positiv überrascht, als Muki dann eigentlich nur 2 Nächte jeweils einmal ein bisschen gejault hat. Wir sind kurz mit ihm raus. Und danach hat er einfach weiter geschlafen. Das heißt also, seit der 3. Nacht schläft Muki jede Nacht 10 Stunden ungefähr durch. Er schläft am liebsten in seiner Box. Damit hatten wir eben auch angefangen. Da stand sie bei uns im Schlafzimmer und inzwischen steht sie eben bei uns im Wohnzimmer. Er kann sich dann aussuchen, ob er in der Box bleiben möchte oder ob er eben rausgehen will und in seinem Bett schlafen oder von mir aus auch auf dem Teppich. Aber die meisten Morgen finden wir ihn eigentlich immer noch in der Box und müssen ihn dann rausbitten, dass er mit uns zum Gassigehen mitkommt. Also wirklich, wirklich gut. Was auch super geklappt hat, war das ganze Thema Stubenreinheit. Da hatten wir natürlich auch unsere Bedenken, aber letzten Endes waren die völlig unbegründet. Also es hat wirklich nur ein paar Mal ein Malheur gegeben, insgesamt 6 Mal und 5 Mal davon waren wir selber schuld, weil wir einfach nicht gut genug aufgepasst haben. Und einmal lag es tatsächlich daran, dass er gezahnt hatte und eben anderes Futter bekommen und dann Verdauungsschwierigkeiten bekommen hat. Insgesamt hätten wir gedacht, dass Muki viel länger brauchen wird, um sich an feste Toilettenzeiten zu gewöhnen. Aber nach wenigen Wochen hat sich das eigentlich etabliert, dass wir mit ihm 4-mal rausgehen. Wir gehen morgens um 8 eine kleine Runde, dann mittags um 13 Uhr und abends um 18 Uhr jeweils eine größere Runde und dann nochmal um 22 Uhr circa 10 Minuten kurz um den Block. Das hat sich super etabliert, er hält immer durch, hatte auch noch nie irgendwie Anzeichen gegeben, dass er dringend müsste. Insofern passt das also für ihn und für uns auch. Vielleicht würden auch weniger Gassi-Runden reichen, aber ich denke schon, dass es irgendwie nett ist, wenn er sich halt ein paar Mal öfter erleichtern kann. Womit wir auch überhaupt keine Probleme gehabt haben, war das Sachen anknabbern, das ja auch gerne von kleinen Hunden gemacht wird. Wir hatten also die Wohnung extra hundesicher gemacht, bestimmte Dinge auch noch hochgestellt, darauf geachtet, dass keine Kabel rumliegen. Aber Muki hat nie auch nur ansatzweise die Idee gehabt, irgendwas anzuknabbern. Also kein Stuhlbein, kein Kabel, kein gar nichts. Er hat immer 1, 2, 3 Kauseile rumliegen, auf denen er dann eben kauen kann. Die nimmt er auch super an. Also gerade zu der Zeit, als er gezahnt hat, hat er mal viel drauf rumgekaut. Und das scheint ihm eigentlich zu genügen. Eine kleine Marotte hatte er dann aber doch, das will ich fairerweise zugeben. Und zwar hat er Schnürsenkel zugezogen. Also er hat die Schuhe nicht zerkaut und er hat die Schnürsenkel nicht zerkaut, aber er hat so lange an den Schnürsenkeln gezogen, bis die Schuhe ganz eng zugebunden waren. Und ja, der einzige Nachteil war dann eben, dass man die Schuhe öfters neu aufmachen und wieder verschließen musste. Aber naja, wenn es weiter nichts ist. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die doch wesentlich komplizierter waren als erwartet. Zuallererst das Thema Futterverweigerung. Auf das ganze Thema sind wir ja schon mal in einem anderen Video ausführlich eingegangen, aber um das nochmal zu betonen, also das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, da haben wir uns gar keine Gedanken drum gemacht, dass das ein Problem sein könnte. Das scheint allerdings bei Pudeln gar nicht so untypisch zu sein, dass sie eben nicht so einen großen Appetit haben bzw. Futter verweigern. Inzwischen haben wir uns eben schlau gemacht und wissen mit dem Thema umzugehen und finden das auch alles nicht mehr so dramatisch, sodass es jetzt auch für uns passt. Aber es war eben doch auf jeden Fall eine Überraschung. Inzwischen gehen wir so nach dem Motto, neu ist immer besser und 2-mal am Tag dasselbe Futter, das geht gar nicht. Damit können wir alle einigermaßen gut leben.
Ja, ein weiteres Thema ist der Kontrollzwang bzw. die Verlustangst. Also Muki ist doch sehr auf sein Frauchen fixiert. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel im Restaurant auf Toilette muss, dann fängt er an zu jaulen, weil ich eben weggehe. Und das, obwohl andere Menschen, die er auch sehr gut kennt, bei ihm sind, fängt er eben an zu meckern, wenn ich gehe. Das Gleiche ist auch, wenn ich zum Beispiel beim gemeinsamen Spaziergang einfach mal ein paar Schritte vorgehe oder zum Beispiel in ein Geschäft schnell reingehe, um was zu kaufen. Auch dann gibt es immer ein bisschen Gezeter und das gefällt ihm eben nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Er möchte einfach immer dabei sein. Ich glaube nicht, dass es Verlustangst ist. Also ich glaube nicht, dass er tatsächlich Angst hat, sondern wenn, dann ist es eher so eine Art Kontrollzwang, dass er einfach denkt, er müsste aufpassen, dass mir nichts passiert, dass er eben Oberhand behält. Ja, oder es ist wirklich schlicht und ergreifend dieses, ich will einfach immer dabei sein. So ein bisschen Hashtag FOMO. Hier müssen wir wirklich noch ein bisschen arbeiten. Also es ist schon besser geworden. Wir trainieren das in kleinen Schritten, also immer mal kurz weggehen und sofort wiederkommen, damit er eben langsam an das Thema rangeführt wird. Außerdem noch schwierig ist das ganze Thema Aufregung. Ja, Moki ist draußen wirklich ein quirliges Energiebündel. Zu Hause geht das, da ist das gar nicht mal so. Da hat er sich ganz gut an unseren ruhigen Alltag gewöhnt und scheint dem auch zu frönen. Aber draußen ist eben alles für ihn aufregend. Ja, wenn wir schon die Leine umlegen, weiß er, gleich geht's raus, gleich passiert was Tolles. Wir üben das eben damit, dass er sich erstmal hinsetzen muss vor die Wohnungstür und geduldig warten, bis wir ihn aufrufen und sagen, so, jetzt geht's raus. Auch beim Autofahren hat er lange Zeit vor Freude, vor Aufregung gejault. Inzwischen auch gelegt. Wir haben es einfach ganz oft geübt, sind viel gefahren und nicht immer nur zur Hundeschule oder in den Wald, sondern haben ihn auch mal so einfach mitgenommen, sodass sich das also auch gelegt hat. Am allertollsten findet Muki aber andere Hunde, egal wie groß, egal wie klein, ob jung oder alt. Also jeder andere Hund ist ein potenzieller bester Freund und Spielkamerad. Das muss er lernen, dass das nicht immer so ist. Also gerade die älteren Modelle, die haben ja auch nicht ganz so viel Lust zu raufen. Da muss er sich einfach noch so ein bisschen zurechtfinden in der Welt. Aber oft wird das dann auch unter den Hunden selbst geregelt und dann wird er eben auch mal angewufft und weiß dann auch, okay, hier kann ich nicht so super stürmisch drauf zugehen. Also Hunde erziehen Hunde in dem Fall. Ja, ich glaube, auch mit dem Alter wird die Aufregung sicherlich etwas weniger, wobei insgesamt ist Moki einfach ein kleiner Wirbelwind und wird das auch immer bleiben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Berichtet doch gerne mal von euren Überraschungen, mit denen ihr nie gerechnet hättet, bevor ihr einen Hund angeschafft habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!